Bewohner. Und ja, aber auch. Hallo Leute, hier ist wieder Krossi und es ist wieder Zeit für eine Runde Night Banes, das Collectible Card Game. Ja, heute wieder die Free-to-Play-Version. Jetzt, ja, heute Mittwoch ist und ich frage mich gerade, warum ich hier Werbung habe für dieses komische Zeug hier neben. Habe ich mir das bei Amazon, habe ich mir das letzte Mal nicht angeguckt. Eigentlich zeigt ja bei die Werbung von Amazon immer das, was man sich so zuletzt angeguckt hat, aber das hat mich jetzt nicht interessiert. Seltsam. Ja, okay, na gut. Jo. Also ich habe gerade gesehen, wir haben 40 Blutrubine und sind voll. Muss ich natürlich mal welche ausgeben. Und dafür, was schreiben die hier um? Lady Robbie, so es ist offiziell, Ali hasst mich. So, und jetzt gehen wir mal in den Shop. Ach, ich hätte ja hier rüber gehen können, ne? Shop und holen wir uns mal hier einmal Portals. Also wenn ich jetzt die Karte nochmal kriege, die ich schon habe und die ich mit dem anderen unbedingt haben will, dann drehe ich durch. Also da war ich schon mal nicht dabei. Und noch einen holen. Und wir haben dabei Nastul. Ja. Was kann der? Was macht der? Den habe ich aber glaube ich schon. Kann Angriff erhalten, überschüssiger Wert auf den Lord und verringert den erlittenen Psychoschaden um 2. Alles klar. Ja. Also eben habe ich gerade mein normales Anführungszeichen Video aufgenommen. Was man bei mir normal nennen kann, ist natürlich die andere Sache. Das bleibt eben selbst überlassen. Ah, hier Hosen. Ja, da nach Bonpri habe ich geguckt. Ja, alles klar. Bleibt eben selber überlassen. Wo war ich denn geblieben? Ach ja, normales Video, genau, ja. Und da habe ich nochmal darauf eingegangen, auf meine, jetzt erstmal gucken, ob ich eine Belohnung kriege hier, ne? Belohnung 2, alles klar. Und im zweiten habe ich die Belohnung schon geholt, ja, okay. Und hier den brauche ich gar nicht probieren erstmal. Okay, dann probieren wir den. Ja, und da habe ich halt gerade nochmal über das Thema Spiele programmieren, Apps programmieren und so weiter gesprochen. Und habe also nochmal darauf hingewiesen, wer Interesse hat, da bei mir mitzumachen, sich einfach mal melden soll. Und habe auch gesagt, dass ich eine super Idee habe, aber die niemals verwirklichen kann. Guckt euch einfach mal das andere Video an. Ich glaube 126, 127 sowas, so gegen Ende. Da kommen dann die interessanten Stellen, wo ich dann über dieses Spiel erzähle, wo ich natürlich nicht genau darauf eingehe, was es werden soll. Nicht, dass mir eine die Idee klaut. Aber wenn das ein Entwickler sieht, meldet euch bei mir. Ja, wenn ihr Lust habt mitzumachen, Grafik zu machen oder sonst irgendwas, dann meldet euch auch. Oder ladet euch einfach bei Steam die kostenlosen oder auf der Homepage von denen bei Clickteam, Clickteam Fusion 2.5, ladet euch da einfach die Gratis-Version runter. Damit könnt ihr selber Spiele erstellen und könnt die bei, nicht verkaufen dann, wenn ihr die Gratis-Version nutzt, aber ihr könnt sie bei Clickteam online stellen und dann können sich die anderen User die angucken und vielleicht habt ihr ja Spaß dran und sagt dann irgendwann, okay, ich mache auch mein eigenes Spiel und hole mir dann doch die Vollversion, die gar nicht so teuer ist. Also kostet 80, glaube ich, 80 Euro. Also habe ich, glaube ich, ungefähr sowas für gelatzt. Okay, und wenn man dann auf Android was veröffentlichen will, kommt nochmal 60 dazu oder 70, ja. Aber geht. Gut, wenn man es dann schafft, ein Spiel zu entwickeln, mit dem man dann 500, 600, 700, 800, 900, 1000 Euro oder mehr verdient, ist es natürlich super. Davon gehe ich mal nicht aus. Ich gehe einfach mal davon aus, dass dieses Geld ich jetzt ausgegeben habe und habe es abgeschrieben. Wenn ich irgendwann mal 250 Euro mit dem Spiel, was ich dann irgendwann mal rausbringen sollte, mit diesem kleinen, mit dieser guten Idee, die ich habe, sondern mit so einem, mit meinen kleinen Spielen, die ich machen kann, verdienen sollte, dann werde ich mir da noch die Developer-Version holen. Ja. Ja, wie gesagt, probiert das doch einfach mal aus. Macht euch mal euer eigenes Spiel. Denke mal, das ist wirklich nicht schwer. So einfache Sachen kriegt eigentlich jeder hin, der mit einer Maus umgehen kann. Da brauchen wir kein großes Programmierkönnen. Also erwartet nicht, dass es ein Spiel wird wie Night Banes. Das mit Sicherheit nicht. Das schafft man so schnell nicht, wenn man nicht wirklich gelernter Programmierer ist. Ja, und das tagtäglich macht. So ein Hobby-Freizeit-Programmierer, was in dieser Qualitätsstufe wie Night Banes, nö.
sage ich ganz ehrlich, würde ich, auch wenn ich mich jetzt, wenn ich nicht arbeiten müsste und ich würde mich 8 Stunden am Tag mit diesem Ding beschäftigen, würde man etwas in dieser Qualität oder ich das nicht hinkriegen. Aber es muss ja auch nicht so eine Qualität sein. Ne? Habe ich vorhin auch in dem anderen Video gesagt. Schaut euch Doodlejump an. Oder Puh. Ne? Also, was haben die für Qualitäten? Grafisch, also gerade Puh, wo du das Ei, wo du einfach nur ein Ei hast. Oder es gibt auch so eine App, wo du 1 Million Mal auf so ein Ei draufdrücken musst und das geht dann nur einfach kaputt und macht vielleicht, ich habe das Ende nie gesehen, macht vielleicht noch Bup-Bup oder so, aber ja. Und trotzdem laden sich die Leute so einen Scheiß runter. Ja, also probiert es aus, wenn ihr Lust habt, macht es, macht das, macht das, macht das. Kann ich nur empfehlen. Spiele selber machen macht manchmal, oder im Moment macht es mir auf jeden Fall mehr Spaß, wie Spiele zu spielen. Wie sieht es denn aus? Habe ich schon einmal gewonnen überhaupt? Ah, einmal habe ich gewonnen. Okay, das ist ja schon mal ein Anfang. Ja. Das ist doch schon mal ein Anfang. Ein Sieg war schon dabei. Und jetzt schauen wir mal, ob ich es schaffe, da noch 1, 2, 3, 4, 5 Folgen zu lassen. Aber irgendwie hier bei, mit dem tue ich mich immer schwer. Mit meinem Free-to-Play-Account tue ich mich gegen den Boss immer schwer. Und freue mich eigentlich, wenn ich meine 3 Siege voll habe. Da bin ich zufrieden und weiß, ich bekomme eine Belohnung ab. Und sagt dann, okay, ich gebe auf. Gebe auf. Ja, und auch heute wird das so aussehen. Also ihr werdet hier, es wird heute hier ein Video unter dem Titel Wie scheitere ich erfolgreich gegen den Herrscher des Schwarms? So könnte man den Untertitel vielleicht nennen. Ja, aber gut, so ist das. Muss ja auch zu meiner Schande, wenn wir alle Nightbanes-Fans jetzt zugestehen, dass ich mich mit Nightbanes jetzt nicht mehr so intensiv beschäftige wie einige Zeit lang. Also ich komme am Tag noch hier online, ich mache meine Raids. Ich versuche mich durch die Questregion zu machen, aber ich kümmere mich nicht mehr um PvP oder ja, wenn da mal eine Karte dabei ist, die ich halt nicht habe, ei gut. Ist so. Ja. Achso, und auch noch Werbung gemacht. Das ist hier ein Werbevideo und ich kriege nicht mehr was dafür. Schaut euch doch mal das neue Lied, was gerade auf dem Weg in die Charts ist, an All About the Bass. Finde ich total klasse und hoffe, dass es auf die Nummer 1 kommt. Und ja, postet mir einfach mal unter die Videos eure Meinung zu dem Lied, zu meinem Spieldingens, Gedönsbummens und ja, und so, und halb, und so, und ne, und ja. Macht halt mal, ja. Und bevor dieses Video dann zu Ende ist, hoffe ich, dass ich es nicht vergesse, obwohl ich kann es auch jetzt schon sagen. Sonst vergesse ich es nachher doch. Schon mal eine kleine Ankündigung. In 3 Wochen wird es von mir, in etwa 3 Wochen, vielleicht auch 4, wird es von mir eine neue Videoserie geben, eine neue Playlist, die nichts mit Computerspielen zu tun hat. Und zwar wird sie aller Wahrscheinlichkeit nach den Titel tragen, How I Met Your Mother. Könnt ihr euch vielleicht denken, in etwa, was es werden kann. Also How I Met Your Mother dürfte jedem ein Begriff sein und ja, und auch ich mache so etwas. Ich mache jetzt keine Serie mit 5 Mann, sondern ich mache eine How I Met Your Mother Reihe. Ja, und mehr dazu dann im ersten Video in ungefähr 3 Wochen oder 4. Ja. So, ab Mitte Oktober könnt ihr damit rechnen. Ja, und dann schauen wir mal, ob es lustig wird, ob es euch gefällt. Aber ich muss das tun, auch wenn es dem einen oder anderen vielleicht nicht gefällt. Es gibt ja immer Leute, die sagen, du sollst Let's Plays machen und nicht sowas. Aber, sorry, da muss ich sagen, nee, muss ich nicht. Ich muss das machen, was ich machen möchte. Das mache ich. Ja, und wenn einem das gefällt, dann freue ich mich. Wenn einer da Spaß dran hat, guckt sich das an, dann freue ich mich. Wenn aber einer sagt, das gefällt mir nicht, okay, sorry, dann kann ich dich ja auch nicht dazu zwingen. Aber ich muss ja das machen, was ich machen will und nicht das, was mir andere Leute vorschreiben. Also wenn ich das machen soll, was andere Leute mir vorschreiben, dafür habe ich meinen Arbeitsplatz, da werde ich dafür bezahlt, da kriege ich was dafür. Aber das mache ich hier alles nur aus Spaß an der Freude und es soll auch Freude machen. Und
Deswegen muss man dann das machen, was einem Freude macht. Hat eine gewisse Logistik, oder? Ja. Das entbehrt nicht einer gewissen Logistik. Heute ist wieder ein Tag der Dummbabble. Grossi doppelt bumm, babbelt dumm, es ist also doppelt bumm. Grossi babbelt dumm. Kann auch schön sein. Sollte ich es diesmal nicht schaffen? Okay, ich wollte sagen, gerade wollte ich sagen, sollte ich es diesmal wieder schaffen, aber nö. Nö, nö. Da meckert doch schon wieder eine. Kesche. Kesche. Aber Leute, ist doch scheißegal, ob da einer kescht. Das ist doch sowas von wurscht. Dafür gibt es ja die Möglichkeiten. Das ist, ich sage immer, okay. Jeder Free-to-Play-Spieler sollte dankbar sein über jeden Kescher, den es gibt. Denn dank den Keschern gibt es dieses Spiel. Denn gäbe es diese Kescher nicht mehr und die Firma, die dieses Spiel produziert und vertreibt und am Leben erhält, verdient nichts mehr, warum sollten die dann das Spiel noch auf dem Markt lassen, wenn es die nur was kostet? Geld zu verschenken hat keiner. Ihr macht ja auch alle, wenn ihr ins Bett geht, euer Licht aus. Warum solltet ihr es auch anlassen? Ne? Also, darüber sollte mal wirklich, ich habe gewonnen, hier. Darüber sollte mal wirklich nachgedacht werden. Klar gibt es vielleicht die ein oder andere Möglichkeit, ein Spiel zu gestalten, dass man sagt, es ist kein Pay-to-Win. Das ist es hier auch nicht, hundertprozentig. Ich sage, es ist gar nicht, kann ich nicht sagen. Also so ein bisschen Karten kriegt man schon, die man sonst nicht kriegt, wenn man keine Diamanten kauft. Aber ja. Aber man kann auch weit kommen ohne Pay-to-Win. Und das bleibt jedem selber überlassen. Ich gehe ja auch nicht raus auf die Straße und meckern jeden an, der ein Auto fährt für 150.000, wie er so unverschämt sein kann, sich so ein teures Auto zu kaufen, wie ich mir selber so ein Auto nicht leisten kann. Ja. Oder nicht leisten möchte. Also, danket eurem Schöpfer und dem Kescher. So sieht's aus. Also, liebe Kescher, auch ich habe ja schon genug Geld hier reingesteckt. Liebe Kescher, Dankeschön. Danke dafür, dass ihr Geld rausgegebt und ich sage schon mal einfach ganz frech im Namen der Firma. Und ja, ohne euch gäbe es diese Spiele nicht mehr wahrscheinlich. Denn was nichts einbringt, wird vom Markt genommen. So sieht's aus. Es sei denn natürlich mehr hinten einen sitzen, der sagt, oh, ich brauche kein Geld mehr. Ich halte das Spiel aus reiner Nettigkeit am Leben. Jawohl. Aber wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, kann man sich ja mal ausrechnen. Ich sag mal, da steckt ja auch noch ein bisschen was dahinter. Es ist ja nicht so, dass da jetzt hier nur ein Mann von leben muss, sondern das Spiel wird ja auch immer weiterentwickelt. Das heißt, das sind dann Programmierer, die bezahlt werden müssen, Grafiker, vielleicht auch noch Sounddesigner. Die Server kosten Geld, ja, also das kostet alles Geld, alles kostet heute Geld. Also musst du zusehen, dass du, auch wenn du sowas machst, irgendwie was reinkriegst. Sondern es natürlich gut und schön, wenn du ein Spiel rausbringst und verkaufst es dann, dann hast du so deine Kohle drin. Aber hier, und ich sag mal, die Werbeeinnahmen, mal ganz ehrlich, ich bin mir jetzt nicht sicher über das Finanzierungsmodell, aber ich gehe mal davon aus, du verdienst dann eine Werbung, wenn du auf sie klickst. So, und jetzt fassen sich alle Free-to-Play-Spieler mal an die Nase, die das sehen, und denken mal drüber nach, wie oft sie auf einen Werbelink hier drin geklickt haben. Oder ob sie die vielleicht nicht sogar ausgemacht haben. Fertig. Abbrechen. Ja, also da, wie gesagt, kann man wirklich, drei Siege habe ich geschafft, erreicht auch. Kann man wirklich nur jedem sagen, der Geld dafür ausgibt, der sich Diamanten kauft.
Sehr gut. Also ich habe natürlich auch schon hier mit dem Charakter schon das Bedürfnis zu sagen, ich hole mir mal ein paar Diamanten, weil ich mir hier das eine oder andere holen will, was ich so nicht kriege. Aber nein, ich will ja zeigen, wie weit kommt man mit Free-to-Play, ohne einen Cent auszugeben. Und man sieht, ich habe jetzt 3 Siege hier geschafft. Mit meinen anderen habe ich 8 geschafft mit der Energie. Ja, aber 3 reichen doch. 3 reichen für die Belohnung. Also man sieht, man kommt weit und das noch dazu, man kommt natürlich noch weiter, wenn man noch mehr Zeit reinsteckt. Ich spiele hier einmal am Tag, mache meine Energie hier raus, wenn es hochkommt, mache ich das zweimal am Tag, hau hier meine Energie raus und jemand, der da noch mehr Zeit reinsteckt, der ist natürlich innerhalb kürzester Zeit auch viel weiter. Aber da muss man halt Zeit reinstecken. Das muss man beim Cash. Bei den Cachern, die müssen auch Zeit reinstecken. Nur Cache alleine tut es da auch nicht. Da gibt es auch einige Karten, die kriegt man nur durch viel Aktivitäten. Aber gut. Ja. Danke den Cachern. Ja, und ich sage euch danke wieder fürs Zuschauen. War schön, dass ihr wieder dabei wart. Lasst mir Kommentare da, einen Daumen, schaut mal wieder rein. Und ja, in 3 Wochen schaut euch meine neue Videoreihe an. How I Met Your Mother. Und wer, wie gesagt, sein eigenes Spiel machen möchte und will den Link haben, wo es diese Programme gibt. Wie gesagt, bei Steam gibt es einige. Da gibt es Construct, Game Maker, Clickteam Fusion. Da gibt es noch eins, das fällt mir jetzt gerade nicht ein. Ich empfehle Clickteam Fusion, kenne mich damit am besten aus, wer andere machen will. Ich mache natürlich auch Tutorial-Videos zu dem Clickteam Fusion. Ja, probiert es aus, ladet es euch runter oder wenn ihr nur Grafik machen wollt, dann sagt mir einfach Bescheid hier, ich hätte Bock bei dir mitzumachen. Meldet euch. Ja. Und dann sage ich jetzt aber endgültig Dankeschön fürs Zugucken und Aloha.